Ein bisschen Entertainer geworden, oder? Man muss ja auch für alle da sein, nicht nur auf der Brücke. Inzwischen ist gut. Ja. Also, ich sage immer, den normalen oder den richtigen Seemann findet man nicht auf dem Kreuzfahrtschiff. Weil ein Seemann, der gut drauf ist, sagt Moin und ein Quatschkopf sagt vielleicht Moin Moin und das reicht dann nicht mal. Also der Beruf hat vor allen Dingen ziemlich viel mit Reden zu tun und am Ende Menschen mitzunehmen. In welcher Form auch immer, das passiert auf der Bühne, in der Europa-Lounge bei uns, aber es passiert natürlich auch an ganz vielen anderen Stellen an Bord, möglicherweise auch auf Landgängen. Früher haben Sie langweiligerweise Tanker spazieren gefahren, jetzt haben Sie ja ein bisschen so den netteren Job gewählt, der ein bisschen auch mehr mit Menschen zu tun hat, waren auf einem Expeditionsschiff und haben dann die Einflüsse mitgenommen, jetzt auf die großen Kreuzfahrtschiffe? Ja, kurz zur ersten Wahl. Der Vorteil vom Tanker ist, da kennt ihr den Flammen- und Explosionspunkt auf dem Kreuzfahrtschiff. Das ist einfach so weitergeführt worden, denke ich mal. Und ich, das geht. Plus, es ist eine Abkürzung einfach. Für? Hotelmanager. Einfach so, erstmal. Oh, jetzt kann ich nicht so. Weil sie immer so durch die Gänge flitzen. Und wie viele Crewmitglieder im Griff haben? Im Hotelbereich ca. 80 von 125. Total. Diese Frau zeichnet sich dadurch aus, dass sie sehr flexibel agiert, was Frauen ja an sich tun, aber bei ihr ist es ganz speziell, weil sie an der Hanseatik des Öfteren ja ganz außergewöhnliche Dinge vollbringen muss. Zum Beispiel ja ein Barbecue auf einer Eisscholle. Nach welchen Kriterien wählt man sich die Eisscholle aus? Stopp, wir machen es ein bisschen kleiner. Mit oder ohne Eisbär, oder wie? Nein, mit ohne Barbecue. Nee, wir zelebrieren. Also wenn sich eine Scholle anbietet. Wie definiert ihr Expedition? Das ist ja eine schwere Frage, weil ich das Emotionalste jetzt ganz sachlich wiedergeben soll. Expedition heißt nah an die Natur herankommen, so wie Doris das gerade beschrieben hat. Ich glaube, im Foto ist es auch zu sehen, auf einer Eisscholle in der Antarktis sitzen. Den Gästen das nahe bringen, was wir mit dem Schiff sehen. Die Tiere hören, das Eis spüren, das ist Expedition. Aber nicht nur in der großen Masse, sondern mit wenig Gästen. So nah wie möglich, so intim wie möglich herankommen. Und für uns bei Hapag-Lloyd Cruises ist es auch wichtig, das nicht nur passiv zu tun, also fahren, gucken und wieder weggehen und sagen, aha, sondern herangeführt zu werden. Wir haben Experten mit an Bord, das sind Biologen, Glaziologen, Geologen, also irgendwie ganz spannende Männer und Frauen, die diesen Fachgebieten studiert, veröffentlicht haben, die seit vielen Jahren mit uns fahren und die dann die Gäste an die Hand nehmen und sagen, guck mal, da oben ist ein Vogel. Ach ja, ja, oder da ist ein Pinguin. Was für ein Pinguin. Ja, denen einfach etwas beizubringen, auf so spielerische Art und Weise, dass wir sagen, der private, der persönliche Horizont wird erweitert, wenn man nach Hause geht und Erinnerungen sind, die man nicht mehr vergisst. Ich denke mir, die Damen und Herren, die jetzt hier bei uns heute zu Gast sind, haben immer wieder das gleiche Problem und immer wieder die gleiche Anfrage nach diesem immer besonderen Kick, den man bei einer Reise solcher Art erleben will. Wie findet ihr diese Kicks? Also der Kick an sich ist schon die Reise an sich. Wir haben jetzt die Antarktis als Ziel, es gibt ja viele andere Ziele. Ein bisschen Englisch tut immer gut, aber ich glaube auch nicht zu viel. Nein, wir sind ja in diesem Jahr in einem ganz besonderen Jahr. Ich weiß nicht, wer das mitbekommen hat. Im Jahre 1891 wurde ja eher durch Zufall die Kreuzfahrt erfunden. Der Albert Ballin, der in dem Gebäude, wenn du mal dünn machst, dort mit dem grünen Dach residiert hat, damals Generaldirektor der Hapag, hat er eher durch Zufall, weil diese großen Schiffe, die eigentlich in die neue Welt fahren sollten, irgendwie im Winter nichts zu tun hatten, hat er gesagt, ich mache mal was ganz Verrücktes. Wir fahren nicht von A nach B, nicht von Europa nach in die USA oder in die neue Welt, sondern wir fahren in Deutschland los, fahren ins Mittelmeer, ins westliche Mittelmeer, bis nach Konstantinopel, bis nach Port Said und nehmen einfach mal Menschen mit, die Spaß haben, ihre Zeit auf einem Schiff zu verbringen. Das gab es ja Ende des 19. Jahrhunderts nicht. Da wurden die Kreuzfahrt erfunden. Wir haben uns anlässlich dieses 125-jährigen Bestehens gedacht, als so ein bisschen legitimer Nachfolger dieser Kreuzfahrterfinder, wir gehen einmal an das Heiligste ran, was wir so in unserer Außendarstellung haben, nämlich an das Logo. Zum einen Hapag-Lloyd Cruises. Wir sind ja gerade mit der Hanseatic, aber auch mit der Europa 2 immer internationaler unterwegs. Und mit diesem Wort Kreuzfahrten können viele internationale Partner gar nichts anfangen. Ich muss auch sagen, ich habe
gibt ja so Länder rechts, im Westen von Deutschland, die so ein bisschen deutsch kennen. Pass auf, was du sagst. Ja, raus aus dem Ding. Im Westen, die ein bisschen deutsch können und auch dann ihre Landessprache. Und die haben mit dem Wort Kreuzfahrten immer Kreuzzüge verbunden. Und das ist auch nicht so ganz positiv. Also nein, Spaß beiseite. Wir haben hier ein wunderbares Wetter. Eigentlich schon die ganze Reise über blauer Himmel. Ruhige See und es könnte in der Karibik oder im Mittelmeer nicht schöner sein. Aber wo seid ihr denn konkret? Ja, wir sind hier quer ab von Capacona auf Rügen und können das Kap gut sehen. Es ist ein Abstand von 5 Meilen, also so knapp 10 Kilometer. Und wie gesagt, viele Gäste, die stehen an Deck, gucken dann ein bisschen darüber und insofern sind wir also hier genau im Fahrplan und freuen uns natürlich, dass wir so einen schönen erholsamen Tag hier noch auf See genießen können, bevor es dann morgen dann in Kiel an die Ausschiffung geht. Ich weiß ja, Sie haben den roten Teppich immer mit an Bord. Was erwartet unsere Gäste denn hier morgen außerdem? Ja, also ich hoffe, dass die Gäste hier morgen hier heil an Bord kommen. Also sprechen die Gäste mit. Ist das so gefährlich bei Ihnen? Sprechen wir jetzt über die Gäste, die an Bord sind oder die, die an Bord kommen? Die hoffentlich gut an Bord kommen. Ja, also über Ihre Gruppe, ist das richtig? Genau. Ja, es kommen 10:30 an und dann werden wir natürlich so einen kleinen Rundgang auf dem Schiff machen und ich denke wohl auch, dass das Wetter ganz gut werden wird weiterhin und insofern freuen wir uns darauf, dass wir Sie begrüßen können. Hat Herr Behrendt das Schiff sauber verlassen? Ja. Wir machen das in großer Einigkeit hier. Das ist, denke ich mal, überhaupt kein Problem. Die Übergabe, die klappt also sehr reibungslos und da gibt es keine Reibungsverluste. Und das ist ja auch schönerweise so. Und Sie kommen mit einem Südhessen, einem Landei zurecht? Ach, Marc, du bist da! Ja. Wann war deine Ablösung im Oktober, oder? Ja, genau, im Oktober. Sei gegrüßt. Ja, und komm du morgen erstmal so gut nach Hause. Ich darf dir, glaube ich, in der Runde verraten, dass du ja auch in Kiel zu Hause bist. Ja, das ist richtig. Meine Frau wird sicherlich an Bord kommen und mich kurz besuchen, aber der Tagesplan, der ist eigentlich ziemlich voll, weil wir eben auch ja, wie du weißt, die berühmte ISM-Inspektion haben, das Audit, und insofern habe ich da nicht so viel Zeit. Lieber Olaf Hartmann, wir haben uns heute hier mit den ganzen Kreuzfahrtspezialisten immer wieder so ein bisschen darüber unterhalten, so kleine Anekdoten ins Verkaufsgespräch einzubringen, so kleine Informationen, die nicht im Katalog stehen, die aber die Reisen ganz besonders machen. Gab es denn auf dieser Ostseereise mit den Gästen, für die Gäste, sowas ganz Besonderes, wo man sagt, Mensch, das bleibt in Erinnerung? Also ich denke, es wird ein Bündel an schönen Erinnerungen geben. Herausragend sind natürlich auch zum großen Teil die Liegeplätze, die wir dann doch für uns in Anspruch nehmen durften, wie zum Beispiel in St. Petersburg, dass wir dort im English Embankment, also die Neva-Hof, wo es nicht mehr weitergeht, dann schon sozusagen in der Innenstadt dann die 2 Nächte liegen durften oder dass wir vor der Gamlastan, vor der Altstadt von Stockholm dann liegen durften an den Tonnen mit dem Blick auf die Altstadt. Das war schon Besonderheiten und halt eben das gute Wetter, was wir wirklich seit vielen Tagen hier schon haben. Immer blauer Himmel, immer warmes Sommerwetter. Also das sind schon Dinge, an die man sich erinnern wird. Persönlich
habe ich mir in St. Petersburg das neu eröffnete Fabergé-Museum angeschaut. Haben Sie ein Ei mitgenommen? Ja. Ach, ich hätte wohl Platz gehabt für ein Ei. Aber ich finde es ganz schön, dass das eben auch der Allgemeinheit dann zugänglich ist. Und im Museum sind die, glaube ich, besser aufgehoben. Naja, und dann, als wir in Stockholm waren, hat dann zu gleicher Zeit auch Johnny Depp mit seiner Band logiert. Und wir waren abends nach dem Theaterbesuch, also Cosi van Tutte in der Königlichen Oper wurde aufgeführt. Und danach war dann Johnny Depp derjenige, der mit einer dreckigen Limousine durch Stockholm gefahren ist. Und einige behaupten immer... Ist hier der unser Mittagessen hier im 23. Stock hoch über Hamburg? Super schöner Empfang hier. Hier sind wir jetzt im Emporia-Tower. Jetzt sehen wir den Jungfernstieg. Sehr gut. Im 23. Stock und sehen Hamburg von oben. Traumhaft schön. Ja.